Ja. Dann können wir jetzt ja eigentlich anfangen, oder? Dann sage ich jetzt einfach Servus Landau oder Grüß Gott Niederbayern oder wer immer dabei ist. Grüß Gott und Servus miteinander. Auftrittsapplaus gibt es halt keinen, es ist halt kein Publikum hier. Ich meine, Sie sind da, ihr seid da. Aber ich glaube fast, dass es ohne Publikum irgendwie besser ist. Also es ist effektiver. Wir haben mehr von unserer Zeit. Gell? Keine Locher, keinen Applaus. Geht ja alles von unserer Zeit ab. Ja, also dreimal rausgehen noch und es ist Weihnachten. Nein, es ist der 20. April, nur dass wir unser Zeitgefühl wieder kriegen. Und ich muss mich jetzt auch wieder ein bisschen erinnern. Genau, ja, ich heiße Ludwig Müller. Und ich bin Exilösterreicher und lebe in München. Und normalerweise fahre ich ja ständig hin und her als kabarettistischer Grenzgänger jetzt zwischen Bayern und Österreich. Aber momentan geht ja nichts. Nicht? Und glauben Sie es, ich habe es probiert. Ich kenne ja nach 20 Jahren Pendeln praktisch jeden Grenzübergang, jedes Bruckerl vom Bayerischen Wald über, also Obernberg zum Beispiel nach Kirchham um mich, oder bei Laufen oder ganz versteckt, nicht? Großgemein bei Salzburg um mich nach Bayerisch Gemein. Es ist alles zu. Die filzen dir das Auto, bis sie einen Virus finden. Und dann bist du in Quarantäne und kommst nicht mehr zurück. Und ich habe ja Frau und Kind in München. Es war überhaupt jahrelang praktisch überhaupt keine Grenze mehr zwischen Bayern und Österreich. Das war ja eigentlich erst, 2015, ja, die Flüchtlingswelle, die große. Und da hat es ja schon so ein bisschen eine Verstimmung gegeben zwischen Österreich und Bayern, aber wir haben das dann nachbarschaftlich gelöst. Also Bayern macht wieder verstärkt Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich und Österreich verspricht im Gegenzug eine bessere Beschilderung der Wanderwege nach Deutschland. Im Zug wird sogar wieder kontrolliert. Da weißt du jetzt sofort wieder, wo ist die Grenze? Ja, aber das weißt du ja auch deswegen, weil immer die gleiche Zugansage kommt, wenn du mit dem Zug über die Grenze fährst. Es ist wirklich, jedes Mal, du fährst von Salzburg nach Freilassing, dann kommt diese Durchsage, meine Damen und Herren, wegen verspäteter Übergabe von österreichischer Seite ist dieser Zug derzeit 15 Minuten verspätet. Wir bitten wieder einmal um Ihr Verständnis. Kommt aber der Zug aus der anderen Richtung zu spät, heißt es dann in Österreich, meine Damen und Herren, wegen verspäteter Übergabe aus dem Ausland ist dieser Zug derzeit eine Viertelstunde verspätet. Die österreichischen Bundesbahnen sind bemüht, mit gewohnter Professionalität die fahrplanmäßigen Ankunftszeiten wiederherzustellen. So, und jetzt geht's erst richtig los, das nächste Mal auf der bayerischen Seite. Meine Damen und Herren, wegen eines Totalausfalls des Verschubsystems, vermutlich aufgrund eines Tippfehlers am einzigen Taschenrechner in der prähistorischen Schaltzentrale der österreichischen Bundesbahn, ist dieser Zug derzeit 35 Minuten verspätet. Wir appellieren an Ihr Verständnis. Meine Damen und Herren, wegen eines Räumungseinsatzes, vermutlich weil auf der Strecke Rosenheim-Salzburg ein Nasenrami am Gleis biegt, ist der Bifke-Express mit den 250 teutonischen Zwirnscheißer derzeit um 35 Minuten verspätet. Danke, Leben! Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns hier von unseren deutschen Fahrgästen in Freilassing. Für die Weiterfahrt beachten Sie bitte ab Salzburg. Die Weiterfahrt ab Salzburg verzögert sich aktuell auf unbestimmte Zeit, da das österreichische Zugteam soeben geschlossen das Frühpensionsalter erreicht hat. Frohes Feiern! Ja, ich selbst bin Mitglied einer Ehe mit Migrationshintergrund. Also ich komme aus Oberösterreich, meine Frau kommt aus Oberbayern und das tut mir sehr gut. Also ich habe so ein bisschen den Balkan in mir, ich rege mich sehr, sehr schnell auf und meine Frau, die hat so eine beruhigende bayerische Art, sage ich jetzt einmal. Also meine Frau ist die Gelassenheit in Person und das ist auch irgendwie klar, weil meine Frau, die kommt richtig vom Dorf. Die kommt aus Schönhatting, das werden Sie jetzt nicht kennen. Also Schönhatting, das ist in der Nähe von Trostberg im Chiemgau. Und in Schönhatting, da gibt es nichts.
Also da gibt es genau eine Kirche und ein Wirtshaus und nicht einmal eine Polizeistation, weil das Einzige, was dort passiert, ist der Einbruch der Dunkelheit. Und drum haben wir also jetzt so in unserer Wohnung, wo wir zu dritt sind, jetzt schon seit einigen Wochen, in der Quarantäne eigentlich so gut wie keine Krise. Also wir sind ja auch alle beschäftigt, nicht? Meine Frau zum Beispiel kocht gern, ich auch, also ich kann halt nur Schnitzel paniert, wie es der Österreicher halt gern hat, nicht? Also ein Österreicher kann ja bis zum Zweifachen seines Körpergewichts an panierter Nahrung aufnehmen, wenn er einen Vorrat anlegt. Aber keine Sorge, also wenn die Corona-Krise wieder vorbei ist, dann da habe ich schon einige ganz gute Diäten parat. Ich habe schon alles ausprobiert. Also die Trennkost zum Beispiel, ganz interessant. Die Trennkost kommt ja nicht, wie viele glauben, aus Amerika, sondern die Trennkost, die hat man entdeckt in einer Osttiroler Großtischlerei. Da hat man festgestellt, dass der Holzwurm total schlank bleibt, wenn er nicht innerhalb von 4 Stunden Eiche und Buche mischt. Jetzt habe ich mich aber ganz verzettelt. Also, ich wollte noch nicht über das Abnehmen reden. Jetzt ist einmal Essen angesagt und Fernsehen sehr viel. Und wir halten auch Abstand zu Hause, also Social Distancing. Ja, also jeder in sein Zimmer. Mein Bub schaut Amazon, meine Frau schaut Netflix, ich schaue fern. Aber ich tue auch sehr viel lesen. Ich dichte auch. Ich bin ja ein begeisterter Liebhaber des Schüttelreims. Weiß nicht, kennen Sie Schüttelreim? Schüttelreim? Also der Schüttelreim entsteht durch Austausch zweier Anfangsbuchstaben in einer Verszeile. Also zum Beispiel ein Slogan für das Rottaler Bäderdreieck. Nur wenig nützt ein Heilbad, wenn man im Kopf ein Beil hat. Verstehen Sie es? Also Heilbad, Beil hat. Nicht? Und wir haben mittlerweile einen internationalen bayerisch-österreichischen Verein, Verein der Freunde des Schüttelreims, mit Sitz in Vaduz, also da haben wir auch noch ein paar Mitglieder und eines unserer Mitglieder, unserer bayerischen, hat ja zum Beispiel einmal in London bei einem Theaterfestival ein Bier bestellt und gemeint, ist mit euren Shakespeare-Drama, kommt euch für das Tricksbier scheinbar. Oder vielleicht einen noch auf Donald Trump, war sein Friseur denn voll gedröhnt, dass er ihn so zum Troll geföhnt? Nein, es wird uns nicht Vater haben. Also wir dann shoppen. Zum Beispiel, also meine Frau und ich haben noch nie so viel eingekauft, wie jetzt, wo die Läden alle zu sind. Der Onlinehandel blüht. Es gibt ja bereits Verschwörungstheoretiker, die glauben, das Virus wurde von Amazon verschickt. Aber das ist ja wieder nur der übliche Blödsinn. Ich mache mir halt nur manchmal schon ein bisschen Sorgen jetzt wegen der finanziellen Lage. Also ein bisschen Reserven haben wir noch, der Kühlschrank ist voll, aber meine Frau, die pfeift sich ja gar nichts. Und zum Beispiel gerade gestern also, haben wir uns dann ins Bett gelegt am Abend, wie üblich, meine Frau sagt gute Nacht und ich sage, wie soll sich das alles ausgehen und wenn das jetzt noch 2-3 Monate dauert und wir müssen uns finanziell einschränken und da schläft sie schon. Also ich fange das Thema Geld an und meine Frau schläft einfach ein und die kann dann nicht mehr einschlafen. Also ich bin da von solchen Ängsten geplagt und mit meiner Frau kann ich ja gar nicht drüber reden, weil von meiner Frau kommt dann immer das Gleiche, du musst auf der Einnahmenseite was verändern. Ja, normal schon, aber wie denn jetzt, ne? Und meine Frau, ich bin ja froh, sagen wir jetzt einmal, dass die Friseure zu sind. Weil meine Frau, die geht ja sogar mit dem Buben zum Kinderfriseur Schnittstelle um 42 Euro. 42 Euro für einen Kinderhaarschnitt. Ich bin wirklich froh, wenn die Friseure noch länger zu sind. Ja? Für 42 Euro, da kriege ich in Wien, beim Türken meines Vertrauens in Wien Otterkring, beim Mehmet Gündür, für 42 Euro ein Herren-Komplett-Service inklusive Nasenenthaarung und ritueller Beschneidung. Na, meine Frau schläft einfach. Ne?
Ja, aber ich habe mittlerweile auch sehr viel über Ängste gelernt. Also das war wichtig wegen die Schlafstörungen. Ich habe zum Meditieren angefangen. Ich mache jetzt immer Yoga. Also wenn ich in der Früh aufstehe, ganz wichtig, Gelassenheitsübungen. Weil manche Leute sind da so total irre drauf, gell? Also manche flippen ja komplett. Also manche Leute packen es überhaupt nicht. Du siehst das Teil. Es ist absolut unglaublich. Jetzt, wo wir einen Verkehr haben, wie in die 60er Jahre, wo kaum wer irgendwo dringend hin muss, sitzt wieder irgendeiner im Auto vor ihm genau ein Lieferwagen und fährt bei Gelb nicht nur drüber und der schreit schon wieder, Fahr! In München ist das eigentlich nicht so schlimm, muss ich jetzt sagen. Also, aber der Wiener Verkehr, da möchte ich jeden warnen, bevor sie jetzt wirklich vielleicht dann einmal wieder nach Österreich fahren und dann auch nach Wien, also Vorsicht. Also der Wiener Charme, da muss ich jetzt überhaupt einmal warnen. Überlegen Sie es gut. Also Kanzler Kurz hat ja gemeint, die Österreicher sollen im Land Urlaub machen. Also Auslandsreisen, das wird weiter sehr stark beschränkt sein. Aber deutsche Touristen dürfen kommen, hat er gesagt, unser Kanzler. Also wenn Sie jetzt eine Wienreise sich überlegen, der Wiener Charme. Na, ich bringe am besten ein Beispiel. Also ich stehe zum Beispiel einmal, als ich das letzte Mal noch in Wien war, am Würstelstand, da bei der Oper, und es kommt ein Mann, es war schon spät in der Nacht, und er sagt, ein Walz für eine Wurst und ein Bier. Und der Würstelmann sagt, wie heißt das Zauberwort? Simsalabim. Und gerade jetzt, also, wo diese Corona-Krise anfängt, wo alle auf Hygiene schauen, ja, da sitzt, also das war im Februar, genau, ja, da ist das ja schon sehr viel diskutiert worden, Vorsichtsmaßnahmen, da sitzt also ein sehr kräftig gebauter Herr in der Wiener Straßenbahn und er macht plötzlich einen Nierser, dass die Bazillen regelrecht am anderen Ende des Waggons aufprasseln. Und die Insassen drehen sich erschrocken zu ihm hin und er sagt, ist wie er verletzt. Also das ist der Wiener Charme. Und da bereite ich mich immer schon drauf vor, also auch jetzt natürlich in München, immer in der Früh erst, bevor man sich einlässt, man weiß nie, wie die Leute reagieren, man weiß nie, was gerade mit wem los ist, ja. Erst einmal tief durchatmen. Ah. Und wenn ich aufs Radl steige, und möchte ich jetzt ein kleines Beispiel geben für mein selbstentwickeltes Fahrrad-Yoga. Es ist ganz wichtig in der Früh, erst einmal und jetzt lostreten und das Pedal, nehmen wir jetzt als Zähler, nicht viermal durchtreten, ausatmen dabei, einatmen und jetzt also die Atemzüge verlängern und sechsmal durchtreten und achtmal und ne? Und jetzt sehe ich mich schon in Wien so dahin radeln und ich bin völlig gelassen. Wie schön ist die Stadt, wenn sie erwacht. Die Ampel ist rot, Atem kurz anhalten und wieder ausatmen. Ich bin ganz gelassen. Jetzt steht ein Lieferwagen auf dem Radlweg. Aber ich weiche einfach über den Gehsteig aus. Und jetzt biegt ein Hundstrümmerl in meinem Reifenprofil. Aber ich lasse es kleben. Yoga ist Yin. Einfach geschehen lassen. Aber jetzt wird's Yang. Weil jetzt schiebt sie plötzlich so ein Supertruck-SUV-Kombi-Flugzeugträger-Arschloch an mir vorbei und er drängt mich zur Seite. Ich atme den Feinstaub ein, huste ihn wieder aus und da bin ich gar nicht allergisch, wie der seinen Bizeps zum Fenster raushängt, der ausschaut wie eine Python, die ein Schwein gefrühstückt hat. Und er sagt zu mir, Geschissener, fahr mir nicht so knapp auf meinen Lack zu. Und da bleibe ich ganz gelassen. Sie, wenn Sie nicht wollen, dass ich Ihnen so dicht auffahre, dann kaufen Sie sich halt ein kürzeres Auto. Worauf der den Motor abstellt
das Fenster runter macht und sagt, so pass auf, und jetzt wachsen wir gleich zusammen, wir zwei. Ja? Also ich werde das jetzt gleich ein bisschen fürs Kulturpublikum jetzt an den jeweiligen Empfangsgeräten übersetzen. Also er sagt, also pass auf, jetzt wachsen wir gleich zusammen, wir zwei. Dann kannst du aber gleich deinen Kugelschreiber ausziehen und deine Bana für einen Orthopäden nummerieren. Und schnauf mich nicht so gelassen an, sonst fährt dein Zahnbürstel morgen in der Früh ins Leere. So, ich werde das jetzt ein bisschen übersetzen. Das hier beschriebene hochaggressive Wesen in seinem für den Stadtverkehr adaptierten Nutztiertransporter stellt mir eine eindrucksvolle Choreografie aus Hieben und Tritten in Aussicht, die im Ergebnis auf eine spürbare Erwerbsminderung hinausliefen, inklusive einer Dislokation diverser Vorderzähne. Woraufhin ich ihm kurz nur sage, dass ich an dieser Dienstleistung nicht interessiert bin und mich raschest entferne. Ganz gelassen. Ich weiß, ja, natürlich, meine Damen und Herren, ich hätte jetzt auch einfach hingehen können und dem eine saubere betonieren, aber das tue ich nicht. Ich hau nicht auf jemanden hin, der stärker ist als ich. Das tut man einfach nicht. Nein, ich habe sehr viel gelernt, also mittlerweile Methoden, Gelassenheitsübungen, Meditation. Meine Frau und ich waren auch in der Eheberatung. Kann ich zurück sagen, wir waren beim Pater Corbinian. Kennen Sie nicht Pater Corbinian? Also Pater Corbinian macht so Eheseminare in so einem Kloster im Bayerischen Wald. Und ich war auch skeptisch. Also ein katholischer Priester macht Eheberatung, aber der Karl May war auch nie in Amerika. Na, haben wir sehr viel gelernt und wenn ich zum Beispiel jetzt nicht einschlafen kann, dann kann ich Probleme visualisieren. Ja, also ich kann eine kleine Familienkrise personifizieren, begleite die Krise zum Bahnhof, die Geldsorgen begleite ich zum Zug, ich setze die Sorgen hinein in den Zug. Ich sage, pfiat euch Probleme. Baba, und der Zug fährt ab und fährt am anderen Ende wieder ein und er fährt wieder ab und er fährt rein. Und so geht es dahin und in der Früh schlafe ich wieder nicht und nicht, wache ich wieder nicht und nicht auf. So war es, genau, weil ich gar nicht eingeschlafen bin. Aber ich habe ja noch, wenn ich gar nicht einschlafen kann, ein sehr gutes Hausmittel, das gebe ich jetzt ganz unter uns so weiter, ja. Ich mache mir dann ein Glas heiße Milch mit Honig, da rühre ich eine Ingwerwurzel hinein und so einen großen Löffel, also Lavendelextrakt, und damit schlucke ich ein Valium und ein Rohypnol runter. Na, aber ich muss jetzt sagen, also bei uns das Eheleben funktioniert noch derweil, also wir sind wirklich nur auf der sicheren Seite. Es ist eigentlich muss ich überhaupt sagen, jetzt so ganz einmal abseits von Corona und all dem. Meine Frau und ich haben uns immer blendend verstanden, bis unser Kind auf die Welt gekommen ist. Und falls jetzt irgendwie heute nicht Kinderbesitzer dabei sind, es ist vollkommen gerechtfertigt, dass die Erziehungszeiten der Kinder in den Pensionsanspruch der Frau eingerechnet werden. Also meine Frau geht sogar noch weiter. Die möchte, dass auch die Zeit, die für die Erziehung des Mannes drauf geht, eingerechnet wird. Aber das ist gemein. Also ich drücke mich wirklich vor gar nichts. Also ich habe mich sogar zum Elternbeirat wählen lassen. Falls jetzt wer nicht weiß, was das ist, der Elternbeirat, die Wahl zum Elternbeirat, wer als letzter nachsagt, der ist. Und jetzt für die Nicht-Kinderhalter unter Ihnen, es ist also nicht das Kind das Problem. Es sind auch nicht die Erzieher, ja, die Pädagogik, die Schulen, der ganze Lehrstoff, der jetzt digital daherkommt und keiner kennt sie aus. Nein, der absolute Overkill im Augenblick ist einmal mehr das Smartphone. Du kriegst die Kinder nicht mehr weg davon. Stundenlang hängen die jetzt da drüber. Und wenn sie bei uns einmal, weil es weder so schön ist, draußen im Hof sitzen dürfen, dann sitzen die 1,5 Meter schön brav voneinander getrennt. Aber nicht, dass sie jetzt einen Ball zuschupfen oder vielleicht miteinander reden. Nein, jeder daddelt und tippt und wischt herum auf seiner digitalen Hirnprothesen. Und wenn du das nicht tust, dann bist du fast ein Alien.
Mama, schau, der Mann auf dem Balkon, der hat ein riesiges iPad, das kann man zusammenfalten. Boah, das heißt Zeitung. Aber wir Erwachsenen sind ja auch schon so deppert. Also ich habe da jetzt, es war auch noch in Wien jetzt im Februar, einen Mann gesehen, der steht also so ganz vorn am Gleis. Ja? Also so wirklich mit den Schuhspitzen schon drüber. Ja? Und tippt auf seinem Handy herum und da kommt eine Durchsage, zurücktreten bitte. Und der tippt einfach weiter. Und es kommt noch eine Durchsage, zurücktreten hinter die Sicherheitslinie. Und als der vollkommen unbeeindruckt einfach weiterwischt auf sein Smartphone und schon die Scheinwerfer des einfahrenden Zuges sichtbar werden, kommt noch eine Durchsage, könnten Sie bitte einen Schritt machen, ob vor oder zurück, ist mir wurscht. Wir sind ja alle schon solche Smombies, ja? Meine Frau und ich, wir hängen ja die ganze Zeit über dem Gerät. Und das ist ja deswegen so problematisch, weil alles, was wir jetzt posten und schreiben und aussenden, das bleibt ja für immer im Netz. Und das machen sich ja totalitäre Systeme zunutze, also wie Russland oder China, die speichern alle Daten und überwachen die sozialen Medien komplett, weil sie Angst haben, dass die Bürger über Twitter oder Facebook oder YouTube eine Revolution anzetteln. Man, dabei ist das doch völlig absurd. Wann brauchten bitte die Menschen in der Geschichte für eine Revolution ein Telekommunikationsgerät? Also, brauchten die französischen Revolutionäre ein Smartphone? Bürger, Citoyen, heute 14 Uhr Flashmob vor der Bastille. Und Marie Antoinette, die Gattin des ebenfalls geköpften französischen Königs, hätte dann wahrscheinlich auf dem Schafott weiter telefoniert, bis ihr Gegenüber gemeint hätte, pardon, ich verstehe sie nur mehr abgehackt. Nicht, weil ich jetzt so gescheit haferl will, Geschichtsunterricht ist bei mir sehr lang her, aber ich lerne ja jetzt auch gerade mit meinem Sohn eben, also ich mache unter anderem Geschichte. Und da habe ich jetzt auch nachgelesen, die Marie Antoinette, die also in der französischen Revolution, nicht, geköpft wurde, die war ja die jüngste Tochter der Maria Theresia von Österreich. Also das war eine Habsburgerin und die war sehr arrogant und sehr verfressener und hat sich dann als Gnadenmahl Topfenknödeln gewünscht. Man bringe mir die Topfenknödeln, dann könnt ihr mich entkopfen dödeln. Womit wir jetzt wieder beim Schüttelreim wären. Also das ist sozusagen jetzt meine Leibspeise nicht und die... Ich sag's ganz ehrlich, also das Einzige, was mir jetzt wirklich so sehr abgeht, ist ja, dass ich nicht ins Kaffeehaus gehen kann. Das österreichische Kaffeehaus, wo man endlos lang sitzen kann und dichten und Kaffee trinken und Zeitung lesen. Also das echte Kaffeehaus, ja, da kannst du so lange sitzen bei einem Kaffee, solange du willst. Du musst auch unter Umständen sehr, sehr lang sitzen. Die Aufmerksamkeit eines typischen Wiener Kaffeehausobers schwankt je nach Laune zwischen Aufmerksamkeitsdefizit und Wachkoma. Und der typische Kaffeehausgast sitzt da, stoisch und wart, Zeitung, Zigarette, Thrombosesocken. Und wenn also ausgeweißelt wird, werden die Stammgäste mit Folien überklebt. Also Rauchen war jetzt bis vor kurzem sogar in Österreich auch noch erlaubt. Das ist ja, glaube ich, erst gekommen mit dem 1. November. Also es ist ja ganz erstaunlich eigentlich, wie lang es gedauert hat, wo man gewusst hat, es gibt in Österreich 12.000 bis 16.000, je nachdem, Tote durchs Rauchen jedes Jahr. Hat es aber doch 10 Jahre gedauert, bis Österreich nach Deutschland auch ein Rauchverbot in der Gastronomie erlassen hat. Aber bei Corona waren wir die Ersten. Und da bin ich einfach schon stolz auf unseren Kurz, dass der weiß, wann man mal wirklich anzahlen muss. Also wann es heißt wirklich Obacker. Ja, also der Kurz, der Sebastian Kurz habe ich jetzt gelesen, schläft nur 4 Stunden am Tag. Also das macht mit 8 Stunden Nachtschlaf immerhin 12 Stunden. Aber man kann davon ausgehen, also er trifft alle Entscheidungen im vollen Wachzustand und Österreich ist plötzlich Vorbild, also auch für den Söder. Und, gut, aber mit dem Rauchen, da hat es ein bisschen länger gedauert. Nicht? Und bis dahin galt ja in Österreich eine sehr, sehr komplizierte Raucherregelung. Nicht? Da hat man ja gesagt, man darf abteilen, wie es in Bayern ja auch Zeitl war. Nicht? Und dann war es aber wahnsinnig schwierig zu sagen, wo ist der größere Raum, wo ist der Hauptraum, wo ist der Schankraum, ja? Was ist überhaupt ein öffentlicher Raum, was ist ein geschlossener Raum, ist ein Wintergarten zum Beispiel ein geschlossener öffentlicher Raum oder ein Heizpilz.
Okay, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber juristischer Streitfall etwa, darf eine saudi-arabische Touristin in einem Kitzbüheler Hotelfoyer unter ihrer Burka rauchen? Und der österreichische Gesetzgeber sagt, ja, wenn sie ab einem gewissen Volumen der Burka durch eine zusätzliche Stoffbahn einen Nichtraucherbereich abtrennt. Ja, das war jetzt also eine typische österreichische Regelung. Nicht? Und mit der ist es jetzt aber radikal vorbei. Aber jetzt darfst du zumindest natürlich im Kaffeehaus noch sitzen und Kaffee trinken, solange du willst. Und du wirst nicht behelligt. Und wenn du 2 Stunden lang nur Wasser noch bestellst, herrlich, ja. Und da sitze ich immer endlos lang und dicht. Also der Schüttelreim ist ja jetzt bitte nicht nur irgendwie so ein Spassettel jetzt, was ich betreibe, einmal, weil ich halt Corona viel Zeit habe, sondern nein, also er ist ein ernstzunehmender Forschungsgegenstand. Der Schüttelreim, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, Sie haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Dann hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Also der Schüttelreim, den gab es bereits im Alten Testament. Moses hat schon mit seinem Stab gegen den Fels geklopft, auf das Wasser herauskomme. Mineral, rinne mal! Und sehr schön geschüttelt auch der Ausruf der Gottesmutter beim Eintreffen der heiligen drei Könige. Das Kind schlief in der Krippen ein, werft's bitte keine Kippen rein. Und auch im Mittelalter die Sängerkriege, die waren auch oft, also in geschüttelter Form sind die ausgetragen worden und standen unter dem Motto, come on baby, fight my liar. Und jetzt natürlich kann man sich auch einen Reim machen auf die Zeit. Ne? Wenn man zum Beispiel so Hamsterkäufer anschaut, man wird dich, tust du Nudeln horten, beim Nachhause Hudeln orten. Ja, insgesamt geht's uns aber ganz gut. Ich sag jetzt wirklich, wir haben alles daheim zum Essen. Wir müssen uns vor nichts fürchten. Und ganz allgemein könnte ich sagen, so gemütlich ist die Quarantäne, dass ich mich langsam daran gewöhne. Ich habe ja noch ein Hobby. Fremdsprachen lernen. Also wenn wir heuer schon keinen Auslandsurlaub machen, dann lerne ich halt Sprachen. Nicht? Und wir Österreicher sind sehr, sehr gut beim Fremdsprachen lernen und sprechen. Also der Österreicher spricht ja, wenn er ins Ausland fährt, eine Art Österanto. Also der Österreicher fährt an die Adria und switcht automatisch in die Landessprache. Camarero, due pivo per favore, piero tali tali. Oder ich habe eine Frage, o una fragola. Könnten Sie bitte das Essen für meinen Sohn in der Mikrowelle wärmen? Pommes al Machiavelli. Und die Gegend, wo ich herkomme, also die ist ja besonders polyglott. Also ich komme ja aus Oberösterreich, also das Reich der Mitte, das an Bayern grenzt. Und wir sind praktisch mit allem verwandt. Also im Oberösterreichischen, da hast du jetzt sagen wir, germanischen, keltischen, bajuwarischen natürlich Einfluss. Ja. Wir haben böhmischen, also slawischen Einfluss. Wir haben sogar romanische Elemente, französisch. Also das reicht bis zum Chinesischen. Wirklich, das Oberösterreichische ist sogar mit dem Chinesischen verwandt. Brauchen Sie sich nur zum Beispiel anhören, Dialog zweier oberösterreichischer Bauern. Bauer A fragt den Nachbarn, den Jungbauern, wo seine Schweine sind. Du Jungbau, wo sind Zau? Antwort, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Tau, wo meine Schweine sind. Ich hau kein Tau, wo Zau ling. Oder etwa die Frage, wie geht's dir wirtschaftlich? Ich kann von meinen 2 Ziegen nicht leben, 2 Ziegenzwing. Ich habe daher als Reinigungskraft in der Dorfschule angefangen. I ging Feng Shui. Und das Bayerische ist ja auch verwandt mit dem Chinesischen. Nicht? Also wie sagt zum Beispiel der Bayer, wenn es besonders gut schmeckt, also zum Beispiel ein Lüngerl, also Innereien auf Chinesisch, Mong Dam Lung Zum Neiling. Also wenn wir nur ein bisschen Zeit haben, meine Herren von der Technik, dann würde ich jetzt gern sozusagen einen kleinen zeitlichen Sprung zurück noch wagen, sozusagen als kleine Reminiszenz. Die Zeit, wo die Welt noch in Ordnung war, also vor ein paar Monaten noch im Herbst, also da
Da war ich unterwegs in Müvil, nicht? Also gleich drüben in Oberösterreich und sozusagen die Fortsetzung des Bayerischen Walds mit oberösterreichischen Mitteln. Und im Müvil, da gibt es eben sehr viele Vereine, nicht? Da haben die Leute also sonst nicht so wahnsinnig viel Ableckungsmöglichkeiten, da geht man noch ins Wirtshaus und hat zum Beispiel noch einen Sparverein. Das ist ja vielfach aus der Mode gekommen, der Sparverein, wo man also Gelder gemeinsam gewinnbringend anlegt, aber dort gibt es das noch nicht. Und auch das ist aber leider mittlerweile ein Opfer der EU-Bürokratie. Und ich bringe jetzt diese folgende kleine Szene, um Ihnen zu beweisen, wie sprachbegabt der Oberösterreicher selbst dort ist. Meine Damen und Herren, bevor ich die diesjährige Hauptversammlung eröffne, also vielleicht, muss ich jetzt noch eins dazu sagen, denken Sie sich einen kleinen Applaus, ja. Denken Sie vielleicht, ist jetzt vielleicht gar nicht so leicht vorstellbar, aber sagen wir, das wäre jetzt ein Rednerpult, ja, damit wir es ein bisschen plastischer vor uns haben. Und ich komme jetzt herein in einen Wirtshaussaal in Hasloch im Müvil. So, also. Meine Damen und Herren, bevor ich die diesjährige Hauptversammlung eröffne, möchte ich darauf hinweisen, dass die EU auch unser Leben am Land immer mehr zu Tode regelt. Ein einfacher Sparverein wie wir hier oben im Mühlviertel muss heute, weil er Gelder seiner Mitglieder gewinnbringend anlegt, der EZB und dem Finanzamt alle Mitglieder melden auf Anfrage. Wir sind nicht mehr anonym. Brüssel überwacht unsere Vereinstätigkeit, verlangt von einem bankenähnlichen Verein wie uns im Müvil als Sportverein dreisprachige Protokolle. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, begrüße ich Sie jetzt herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung des Trachten- und Sparvereins Haslach an der Mühl. Ladies and Gentlemen, welcome at the Customer Care Club and the Benny Fox Club of Hot Love on the Mill. Mesdames et Messieurs, bonsoir chez le Club de l'Hôte et de l'Économisation de Monnaie à Haslach sur Mühl. Anwesend sind heute Abend unter anderem der Geisbichler Luis, der Vierlingseder Hubert, die Zangel Maria, dann der Reisetbauer Günther, der Mühleder Schorsch, die Zehetmeier Annemirl und der Singschmied Karl. Ah, und jetzt hätte ich ihn fast vergessen, der Zapf Fredl. They are present tonight. The Geisbichler Luis, the Vierlingseder Hubert, the Zangerl Maria, the Reisetbauer Günther, the Mühleder Schorsch, the Zehetmeier Annemirl and the Singschmied Zauf. Ah! And I almost forgot the Zapf Fredl. Le Vierlingseder Hubert, la Zehetmeier Anna Mirel, le Reisetbauer Gü et le Singschmied Charles. Ah, je suis schon so débil, le Zapf Fredl. Ganz besonders herzlich begrüße ich heute Abend, meine Damen und Herren, unsere Ehrenmitglieder, allen voran unseren Herrn Oberbürgermeister unserer niederbayerischen Partnerstadt Schnattling. Hello, Mr. Oberbürgermeister. Good evening, Mr. OB. Bonsoir, Monsieur Le Tampo. Dann von der Raiffeisenkasse der Schobisberger Kurt, the Rife Iron Man Kurt. Und dann natürlich von unserer Leinölfabrik in Haslach, unserer weltberühmten Haslacher Leinölfabrikation. Unser Spendabler Richard, unser Richie, salut, Richard de Lagneau. Hi, Leinöl Richie. Meine Damen und Herren,
Liebe Mitglieder des Sportvereins, dear ladies and gentlemen and transvestites. Seit fast 60 Jahren leisten wir bei uns am Land mit unseren Vereinen, vor allem hier im Mühlviertel, Wertvolles für Tourismus, Wirtschaft, Kultur in der Region. Wir sind kein Haufen, wie man uns wegen unseres oberösterreichischen Nationalgetränks gerne nennt, must schütteln. We are not a bunch of stupid ciderheads. Un bagage de tête de cidre. Non! Unsere Leistungen werden von Bund, Land und Gemeinden und schon gar nicht von der EU wahrgenommen, so kann es nicht weitergehen. So, no, avec, nu, no, no, avec, ne. So, Zapf, jetzt reiß dich zusammen, ansaufen kannst du dich gleich nachher. Anna Mirel, du auch. Fred, attention au promille. Et Anna Mirel, tu auch. Wir wollen eine angemessene Steuererleichterung statt noch mehr Kontrolle. Wann schon, dann schon. Wann schon, dann schon. When, then, if. Unserem zuständigen Landesrat möchte ich zurufen, stell dich einmal auf deine Fürst, du Gartenzwerg. Tu Sarkozy de Chardin. Ein so ein Saustall beim Land, what a pig stable in the country. Quel Hotel de Porc au pays. So, jetzt zu was Erfreulichem, meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass mein Präsidialamt heute turnusmäßig übergeht auf unseren lieben Franz Mittendorfer, mein lieber Mittendorfer Franz. Du wirst aber heute mein Präsidialamt übernehmen, mein lieber Mittendorfer, mein dear Mittendorfer, mein dear Frank in the middle of the village, mein lieber Mittendorfer, mon très cher François au milieu du Caf, mon gratin. Für den diesbezüglichen Festmarsch am Sonntag sind mitzubringen Hut, blaue Festweste, festes Schuhwerk, Chateau, Cordon Bleu, Schuhe fix und Zapf. Du schaust, dass du wieder hergekriegt bist, bis Sonntag hörst, du bist schon so ein Wrack. Tu es so ein Citroën. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, bedanke ich mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tagesausklang in Lower Bavaria und überhaupt, au revoir, merci, bonne nuit, bonne journée, wie auch immer. Dankeschön, servus miteinander. Dankeschön. Ach so, andere Seite. Wart. Ich möchte jetzt nur ganz kurz noch eine kleine Zugabe. Also mein Name ist Ludwig Müller. Sie finden ja alles Mögliche auf ludwigmüller.at, auf Instagram unter ludwig-w-müller. Bodenstrich-Müller ist kein Doppelname. Also Sie finden mich, wo immer Sie mich suchen, im Netz. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben nämlich in Wien, also ich habe in Wien auch eine Wohnung noch, meine alte Single-Wohnung. Da wohnt ein alter Tiroler, der Herr Hasengruber. Und der Herr Hasengruber hat ein postmilitärisches Tourette-Syndrom. Also der war 35 Jahre beim österreichischen Bundesheer in Tirol, in Wattens. Viele wissen ja gar nicht in Bayern oder in Deutschland, dass Österreich eine sehr schlagkräftige Armee hat. Franz Josef Strauß hat ja einmal gemeint, sollten die Österreicher jemals auf die Idee kommen, Bayern anzugreifen, wird das Problem die Passauer Stadtfeuerwehr erledigen. Aber der kannte den Vizeleutnant Hasengruber nicht. Also der war 30 Jahre am Schießplatz in Wattens in Tirol und hört jetzt eben auch sehr, sehr schlecht. Er sieht auch schlecht, er ist das liegt aber an seinem Hobby. Der Hasengruber hat in seinem Leben fast 10.000 verschiedene Obstbrände verkostet, die letzten davon schon blind. Und er hat aber so eine zirbene Stube hinten noch, wo er seine Zirmgeist-Sammlung und seine Schnapssammlung hat. Da werde ich auch immer wieder mal eingeladen. Und oft steht er in der Tür und ich gehe vorbei und er kommt also mir schon entgegen auf seinem Rollator und schimpft drauf los. Sie treiben dir Walschen über die Salurner Klause. Also dazu muss ich jetzt ganz kurz erklären. Die Walschen sind für den Tiroler die Nicht-Deutschen oder Nicht-Deutschen Tiroler. Also die Italiener, die da vor allem Südtiroler gerne wieder südlich der Salurner Klause hätte, also der alten Sprachgrenze in Salurno, jetzt eben Italien. Aus, sie treiben die Walschen, aus, sie treiben die ganzen Fremden. Also Herr Vizeland, hören Sie mal,
das ist doch jetzt für Sie alles ohnehin schon, wie Sie es haben wollten. Es kommen ja gar keine Fremden mehr in Tirol, schauen Sie. Aber die Frage ist, wenn die Fremden nicht mehr kommen, von was wollen Sie denn dann dort leben? Wir haben in Tirol den wichtigsten Bodenschatz am ganzen Alpenhauptkamm, die Maut. Und überhaupt, jetzt sage ich euch einmal eins. Wir in Tirol könnten längst schon wieder alles aufsperren. Weil ganz klar erwiesen ist, dieses Virus kommt nicht aus Tirol. Das ist ein falsches Virus. Dieses Virus ist eine ganz inneritalienische Angelegenheit. Wäre Südtirol noch bei Österreich, hätte kein Virus jemals Tiroler Boden betreten. Darum sage ich euch, wir in der Gastronomie in Tirol, wir müssen wieder aufstehen und aufsperren und einen Neuanfang, bevor uns alle anderen unseren Gerstl wegnehmen. Die Leute essen ja nur mehr Pizza, weil es halt ideal ist in der Corona-Zeit. Ja, weil Pizza ist das Einzige, was du unter der Tür durchschieben kannst. Ja, was rede ich denn? Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und kommst trotzdem wieder vorbei im Heiligen Land, sobald es wieder offen ist. Pfiat euch!